Die Jugendredaktion des offenen Kanals Gera zeigt euch heute den Tierpark Gera, der 1962 als Tiergehege gegründet wurde, mit zunächst nur einheimischen Tierarten. Zu den Tiergehegen kann man zu Fuß den idyllischen Waldpfad nutzen oder man besteigt die Parkeisenbahn, die seit 1975 vom Bahnhof Martinsgrund über drei Brücken zum Bahnhof Wolfsgehege fährt. Derzeit verbringen mehr als 20 Schüler ihre Freizeit an der Parkeisenbahn. Als Aufsicht, Weichen- und Signalwärter oder Zugschaffner sorgen sie unter Betreuung von erfahrenen Eisenbahnern für einen reibungslosen Fahrbetrieb. Sie sind Besucherbetreuer hier im Tierpark Gera. Welchen Rundgang würden Sie uns empfehlen? Ich empfehle euch, den Rundgang zu beginnen am idyllischen Bauernhof. Als nächsten Schwerpunkt der begehbare Berberaffenwald. Dann weiter bei den Löwen und Leoparden und der Rundgang endet bei den Lamas. Wir haben insgesamt ca. 500 Tiere in 80 verschiedenen Tierarten, die vorwiegend aus der nördlichen Region kommen, nördlichen Halbkugel. Und wir haben aber auch weitere Exoten. Neben dem Bauernhof befindet sich der Streichelzoo, den man betreten kann, um die Tiere zu füttern. Die Minischweine sind eine Kreuzung zwischen Göttinger- und Minnesota-Minischweinen. Es werden 4 bis 8 Tiere pro Wurf geboren. Zurzeit leben 3 weibliche und 3 männliche Berberaffen hier im Gehege. Sie sind in Nordafrika, in Gibraltar, zu Hause. Besonders spannend wird es für die Besucher, wenn eine Frau etwas in ihrer Handtasche sucht. Die neugierigen Affen glauben dann, sie werden gefüttert und greifen auch mal schnell selbst hinein. Im Tierpark heimisch geworden sind auch die beiden chinesischen Leoparden Orfa und Yao. Zu ihrer Beute zählen Säugetiere von Maus bis Rindergröße. Tiger und Bären sind ihre natürlichen Feinde. Das Löwenpaar Amos und Gibalo stammt aus dem Erfurter Zoo. Übrigens ist nach dem Tiger der Löwe die zweitgrößte Raubkatze der Welt.
Aus der Vogelfoliere hören wir das Konzert von Wellensittich, Nymphensittich, Alexandersittich und Gelbscheitel-Amazone. Wir haben vorwiegend einheimische Tiere, sowie die Tiere der nördlichen Erdhalbkugel. Wir haben aber auch viele Exoten aus anderen Kontinenten wie Südamerika, Afrika oder Asien. Zum Beispiel Löwen, Leoparden, Nandus, Berberaffen, Lamas und noch ganz viele andere mehr. Und diese zeigen wir in der nächsten Reportage.